So bleiben die Sundarbans hoffentlich als Wildnis erhalten. Weiter westlich im Delta herrscht der Mensch unangefochten. Hier wird auf der Insel Saga jedes Jahr ein riesiges Fest gefeiert. Die Insel gehört zu Indien und liegt dort, wo der Hugli als Teil des heiligen Flusses Ganges sich mit dem Meer vereint. Jeden Januar strömen zigtausende Menschen auf die Insel, um Makar Sankranti zu feiern, das hinduistische Wintersonnenwendfest. Sie sind Pilger und ihre Wallfahrt wird auch Ganga Sagar Mela genannt. Bis zu 2 Millionen Pilger kommen auf Fähren vom Festland. Es gibt keinen Veranstalter, keine Organisation. Astrologisch genau festgelegt wird sein, bestimmt die Ankunft der Pilger. Viele haben eine weite Reise hinter sich, um dieses Fest zu feiern. Sie waren Tage und Nächte unterwegs, zu Fuß, auf LKWs, in Bussen